Ja, hallo. Ich versuche jetzt gerade, mich nicht so sehr von diesem Zeitdruck irgendwie beeindrucken zu lassen, den ich gerade jetzt gespürt habe. Genau, ich bin Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte, vielen Dank, bei der NGO WEED, Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung. Und ich will heute kurz zumindest anreißen, was die Problematik bei den Rohstoffen in IT-Geräten ist. Dann, was für Regelungen es gibt, sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch bei den Unternehmen, was für Ansätze es dort gibt und Handlungsoptionen anreißen. Genau, kurz zu WEED. Wir sind ein Verein mit Sitz in Berlin, mit 7 Leuten sitzen wir dort. Wir sind auch ein Mitglied getragener Verein. Und arbeiten viel in Netzwerken, das eine ist im AK Rohstoffe, ein anderes Mitglied des AK Rohstoffe wird auch gleich noch berichten, sind auch gleichzeitig international, also einmal Mitglied des Good Electronic Networks, mit dem wir schwerpunktmäßig eben auch auf diese andere Stufe in der Lieferkette, also die reine Herstellung und dort die Problematiken arbeiten und Mitgründer von der Monitoring Organisation Electronics Watch, die hier auf der Konferenz auch einen Stand hat. Konfliktrohstoffe, was ist das eigentlich? Es ist zumindest der Begriff, an dem die Politik bisher sich am meisten aufhängt und auch bisher noch die Unternehmen. Er ist sehr geprägt von der konfliktreichen Entwicklung in der Demokratischen Republik Kongo, wo eben bewaffnete Gruppen sich mitfinanziert haben, auch aus Rohstoffen, also einmal dem Abbau von Minen und dann eben auch dem Handel von den Rohstoffen. Bekannt ist es ja vor allem von Coltan, es betrifft aber eben auch noch andere Rohstoffe. Und wiederum so eng gefasst, wie es hier ist, nämlich auf Zinn, Tantal, / Coltan, Wolfram und Gold, ist es eben dadurch, dass es eine US-amerikanische Gesetzgebung gibt, die manche bestimmt auch noch kennen, Dodd-Frank Act, die sich eben auf diese 4, die in diesem großen Seengebiet abgebaut werden, eben konzentriert. Was aber immer mehr ein Verständnis ist, ist, dass auch weitere Rohstoffe, Konfliktrohstoffe sein können und man nicht nur bei diesen 4 stehen bleibt. Das Gleiche ist, welche Länder sind eigentlich betroffen? Auch dort, nicht nur die Demokratische Republik und die Anrainerländer haben Konflikte und nun nicht nur da werden dann eben die Konflikte auch geschürt, sondern ein globaler Ansatz ist notwendig, denn es gibt auch andere Länder, in denen Rohstoffe, unter anderem die 4 genannten, eben Konflikte weiter schüren. Wichtig ist uns auch immer darauf hinzuweisen, dass wenn man die Konfliktrohstoffe, was man gar nicht kann, aber abgehakt hätte, dass man damit nicht die Probleme gelöst hat, weil es da ja eben nur um diesen Link zwischen bewaffneten Konflikten und Konfliktregionen geht und den Rohstoffen und nicht die Arbeitsbedingungen, nicht die Auswirkungen auf die umliegenden Gemeinden eben mit umfasst. Bei den Arbeitsbedingungen sind es unter anderem Kinderarbeit. Ich habe es hier am Beispiel aus einer Studie zum Koboldabbau in der Demokratischen Republik Kongo. Mangelnde Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, geringer Lohn auf der Arbeiterinnen- und Arbeiterseite, dann aber gleichzeitig eben auch eine enorme Auswirkung auf die umliegenden Gemeinden, wo es letztendlich eine Ressourcenkonkurrenz geht, einmal eben durch die Kontaminierung des Wassers, des Bodens vor Ort. Wege werden abgeschnitten zu den Lebensgrundlagen und es passieren eben auch teilweise zwangsweise, teilweise also durch Umsiedlungen, die eben teilweise zwangsweise erfolgen. Teilweise gibt es inzwischen, es gibt diesen Free Prior Informed Content, Consent, also wo die Gemeinden schon befragt werden, was aber manchmal so sehr
unternehmensbezogen läuft und von denen geleitet wird, dass dann eben die Vorteile den Gemeinden vor Ort so sehr dargestellt werden und nicht die Nachteile und vielleicht auch manchmal leere Versprechungen gemacht werden, dass man nicht eben von einem Free Prior Informed Consent sprechen kann. Und letztendlich ein Punkt noch, der auch gerade in der Demokratischen Republik Kongo eine große Rolle spielt, ist die Konkurrenz von Kleinbergbau und industriellem Bergbau. Wenn man hier mit Unternehmen spricht, wird oft gesagt, naja, die Probleme sind ja gar nicht im industriellen Bergbau und von denen beziehen wir ja nur unsere Rohstoffe. Die Probleme sind ja der Kleinbergbau. Und es stimmt schon, dass tatsächlich im Kleinbergbau eben, wo von Hand geschürft wird, wo es auch bestimmte Strukturen gibt, die schwierig sind, dass dort auch Kinderarbeit, mangelhafte Arbeitsschutzregelungen auf jeden Fall ein großes Problem sind und es auch schwierig ist, das anzupacken. Aber es ist gleichzeitig eben die Lebensgrundlage von Tausenden von Menschen vor Ort, die man ihnen nicht einfach entziehen kann. Und deswegen ist das eben auch keine Lösung, das irgendwie auszuschließen. Und der industrielle Bergbau ist auch mit sehr vielen Problemen behaftet, sodass man da kein Gut-Böse-Schema aufbauen kann. Und der Kleinbergbau hat zum Teil eben das Problem, dass ihnen dann eben Minenkonzessionen vor der Nase weggeschnappt werden oder Gebiete, wo sie schon seit Jahren eben arbeiten, sie dann nicht die Konzessionen kriegen, dort abzubauen, sondern eben der industrielle Bergbau mit mehr Macht und was dann letztendlich dazu führt, dass sie eben dort vertrieben werden von den Orten. Genau, ein kurzer Blick darauf, wer die Akteure sind in der Lieferkette. Wenn man im Upstream-Bereich anfängt, dann sind es eben von den Minen zu den lokalen Exporteuren, zu internationalen Händlern und dann, was so oft so als das Nadelöhr genannt wird, sind eben die Schmelzen und Raffinerien. Das ist auch der Grund, warum viele Unternehmensansätze genau dort eben anfangen. Und dann weiter wieder über Metallhändler, über Teil- und Komponentenhersteller zu den Kontraktfertigern, also die letztendlich die IT-Geräte, wenn es dieser Teil ist, herstellen und eben bis zu den Markenunternehmen, die wir dann wiederum kennen, Apple, HP und so weiter. Eine Problematik ist tatsächlich, dass man diesen Upstream-Bereich, dass dort die Transparenz völlig fehlt. Also wenn man da versucht herauszufinden, welche Mine ist da dann verbunden mit, also das oder von den IT-Herstellern zu erfahren, von welcher Mine erfahrt ihr das, bekommt ihr das, da kommt man an keine Informationen ran und im Moment ist das auf jeden Fall eine sehr intransparente Lieferkette, von der die Hersteller selber sagen, gut, wir können ja gar nicht wissen, woher unsere Rohstoffe herkommen, wir können auch gar nicht wissen, wo unsere Teile herkommen, wir wissen auch gar nicht, wo das produziert wird. Letztendlich ist unsere Argumentation aber, wenn ihr es ausgelagert habt und eure Lieferkette so differenziert gemacht habt, dann habt ihr eben auch die Verantwortung, das sozusagen wieder einzuholen, diese Informationen auch zu erhalten. Genau, es gibt einige Regularien inzwischen, die versuchen bisher vor allem das Problem der Konfliktrohstoffe anzupacken. Der Bezugsrahmen sind die OECD-Leitsätze zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in Konflikt- und Hochrisikogebieten. Darauf aufbauend einmal diese Dodd-Frank-Regelung, zu der ich gleich noch komme, auch in China, was oft nicht so bekannt ist, eben auch unverbindliche Regelungen, aber auch dort gibt es welche, die sich eben auf die OECD-Guidelines beziehen, vom Handelsministerium ausgearbeitet und letztendlich aktuell auch in der EU eine Verordnung zu diesem Thema. Zu den OECD-Leitsätzen ist vielleicht nur ganz kurz. Vom Grundprinzip, das sind diese fünf Schritte, baut es eigentlich davon immer auf, so dieses Sorgfaltspflichten durchzuführen. Das heißt eben einmal erstmal ein Management zu haben, dass man dann die Risiken entlang der Lieferkette bewertet und entsprechend dann eben auch eine Strategie entwickelt, um mit diesen Risiken umzugehen und die zu beseitigen.
wichtig, eben auch das durch unabhängige Dritte auditieren zu lassen, überprüfen zu lassen, eigentlich dort auch die Auditberichte zumindest in der Zusammenfassung zu veröffentlichen und letztlich dann eben auch jährlich darüber zu berichten, wie man diese Sorgfaltspflichten durchführt. Das ist so ein Fünfer-Schritt, der sich bei allen Sorgfaltspflichtregelungen, Gesetzen immer wieder findet und den auch viele oder erste Unternehmen jedenfalls auch schon adaptiert haben. Auch bei den UN Guiding Principles ist das zum Beispiel dieser Ansatz. Eine Frage, die sich immer so ein bisschen stellt, zumindest mir, ist immer noch, wenn all diese Sorgfaltspflichten durchgeführt worden sind, hat es dann aber auch wirklich den Impact? Also heißt das, wenn ich die Risiken kontrolliere, wenn ich darüber berichte und so weiter, ist das dann aber auch wirklich, dass das dann auch wirklich vor Ort dann auch die Situation ändert? Und wir sehen viel, dass es sich noch nicht so wirklich ändert. Und das ist halt so ein bisschen ein Punkt, woran fehlt es, damit es dann auch wirklich einen Impact vor Ort hat. So, jetzt habe ich den falschen gewählt. Ah, das sieht man da nicht gut. Oh, jetzt habe ich eins übersprungen, genau. Der Dodd-Frank Act in den USA wurde von der Obama-Regierung damals erlassen. Ist ein breiter, der sich an, an der US-Börse notierten Unternehmen richtet. Hat zu vielen anderen Fragen auch eine Regelung, aber eben auch zu der einmal Offenlegung zu, wo kriege ich eigentlich meine Rohstoffe her, also 3TG, und welche Sorgfaltspflichten setze ich durch. Adressaten sind, wie gesagt, die an der US-Börse notierten Unternehmen und wir wissen alle, dass die meisten IT-Hersteller nicht aus den USA kommen, dadurch, dass sie aber oft an der US-Börse sind, hat es eben trotzdem eine große Auswirkung auf den gesamten IT-Herstellermarkt gehabt. Die ist auch verpflichtend. Ich komme jetzt aber zu den Auswirkungen. Negativ war gerade dadurch, dass sie sich nur beschränkt auf die Demokratische Republik Kongo, dass letztendlich konfliktfrei übersetzt wurde für die Unternehmen als, naja, gut, dann eben kongofrei. Das heißt, dass letztendlich einfach nicht mehr aus dem Kongo bezogen wurde oder versucht wurde, das immer mehr einzuschränken, da sieht man immer noch Auswirkungen davon. Verbunden war es damit, dass im Kongo selber eben auch ein Gesetz erlassen wurde für fünf Monate, dass in dem Gebiet nicht mehr in den Minen gearbeitet werden durfte und dadurch dann, also um den Kleinbergbau letztendlich eben einzuschränken, und was nochmal mehr das bestärkt hat, dass eben vor Ort eigentlich der gesamte Minenbereich einfach zusammengefallen ist und es eher die kontroversen Auswirkungen gehabt hat. Deswegen ist der Dodd-Frank Act auch sehr umstritten und es wird immer noch, auch in Studien, immer eher betont, dass es eben nicht die Auswirkungen hatte, die es eigentlich haben sollte, sondern eben umgekehrt. Positiv ist es auf jeden Fall ein maßgeblicher Anstoß dafür gewesen, dass Unternehmen überhaupt aktiv geworden sind, dass es Zertifizierungsunternehmen gibt und Zertifizierungsansätze und es gibt auch vor Ort Menschen, die sagen, dass eben doch einiges dort angeregt wurde durch die Gesetzgebung. Im Moment ist der aktuelle Stand, dass die Trump-Regierung allerdings versucht, den aufzuheben, dieses Gesetz und unser Eindruck ist aber, dass eben die Unternehmen, die dazu arbeiten bisher, aber trotzdem weiter damit machen. Und dann der nächste Schritt ist eben, dass die EU auf Grundlage eigentlich von dem US-Dodd-Frank Act gesagt hat, wir wollen das auch und wir und aber gleichzeitig aus den Fehlern lernen, die es eben beim Dodd-Frank Act gab. Und wie diese jetzt umgesetzt wird, hier ist halt auch eine ganz zentrale Sache dafür, denke ich, was für ein Druck auch auf Unternehmen gemacht wird und in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Also entwickelt es sich eher dazu, dass nur Industrieinitiativen sozusagen ihren geschützten Bereich haben oder entwickelt es sich wirklich dazu, dass eben auch vor Ort Sachen geändert werden.
Was wir als negativ damals gesehen haben, ist, dass die Verpflichtung nur für Importeure in den EU-Markt gilt, nicht also für den Downstream-Bereich, nicht für die großen Hersteller der Endprodukte. Positiv allerdings, dass sie eben aus allen Konfliktregionen Konfliktrohstoffe betreffen und damit eben nicht diese Problematik haben davon, dass der Boykott eines bestimmten Landes eben die Folge sein kann. Verpflichtend wird das Ganze ab 2021 gelten und im Moment laufen halt jetzt im Hintergrund die ganzen Vorbereitungen, das heißt so untergesetzliche Regelungen, in Deutschland auch das Durchführungsgesetz. Problematiken, die wir halt sehen, ist neben diesem, dass eben in der Lieferkette sozusagen die Hersteller selber nicht betroffen sind, sondern eben nur die Importeure, ist einmal, dass ein Schwellenwert eingezogen worden ist, ab dem das überhaupt gilt. Das wurde damals damit begründet, dass ja die Zahnärzte nicht auch für jede Goldplombe hier irgendwelche großen Berichte machen können. Führt aber eben dazu, dass bei Gold tatsächlich der bei 100 Kilo liegt und der Grenzwert und darunter muss man nicht berichten. Das entspricht, was hat man gesagt, 3.500 Sturmgewehren, die dafür gekauft werden können für diese Menge und deswegen ist das eigentlich überhaupt nicht akzeptabel, dass diese Schwellenwerte eingezogen wurden. Eine andere Frage ist die, die ich vorhin schon angedeutet hatte, dass mit den Industry Schemes, also es gibt eben diese Industrieinitiativen, die bestimmte Tools für die großen IT-Hersteller und Kfz-Hersteller zur Verfügung stellen, Datenbanken und so weiter, die also tatsächlich auch hilfreich sind, denke ich, um dass die eben so ein Management kriegen und überhaupt herausfinden können, wo ihre Rohstoffe herkommen und welche Schritte sie machen müssen. Die Gefahr ist aber tatsächlich, dass sich eben Unternehmen auch dahinter verstecken und die Industrieinitiativen wiederum selber nicht wirklich transparent darüber berichten, wenn es dort welche gibt, die letztendlich als Karteileichen dort Mitglied sind. Und wenn das nachher diejenigen sind, die als verantwortliche Lieferanten gelten, dann hat man natürlich überhaupt nichts gewonnen. Es wird auch eine Liste geben, wie gesagt, Konfliktgebiete sollen ganz global gesehen werden, aber es wird immer noch eine Indikativliste geben, weil von den Unternehmen eben doch immer kommt, wir wollen lieber diese Checkliste haben, wo wir sagen können, okay, Afghanistan, Kolumbien, DRC und die anderen Sachen nicht angucken, aber das widerspricht halt genau diesem Gedanken von, wenn ich irgendwie in meiner Lieferkette was herstelle und etwas beziehe, dann muss ich eben auch gucken, wo kommt es her und muss selber ein Konfliktmanagement machen, Risikomanagement. So, hier ist ein kurzer Überblick über manche der Industrieinitiativen, die sich durch den Dodd-Frank Act entwickelt haben. Ich überspringe jetzt gerade, weil das eigentlich gerade schon Thema war, die Fragestellung von den, jetzt habe ich den Faden verloren, die Fragestellung von den Industrieinitiativen, weil wir das gerade schon hatten. Genau, Handlungsoptionen. Ich will jetzt nur ganz kurz zwei kurze Ansätze nennen und danach dann gerne auch entweder Fragen beantworten oder mit euch darüber diskutieren. Ich denke, also natürlich die Hauptverantwortung liegt bei der Politik in den Ländern, aber auch hier die Hauptverantwortung liegt bei den Unternehmen dafür, was in ihrer Lieferkette ist. Gleichzeitig natürlich haben wir als Konsumenten auch die Möglichkeit, da einen Druck auszuüben, auch letztendlich, ich finde, also jeder fängt immer bei sich selber an und das heißt natürlich, wenn ich mir nicht immer das nächste Gerät kaufe, wenn ich versuche zu recyceln, das versuchen kann, dann sollte ich das auf jeden Fall auch eben machen. Deswegen auch wenn es nur ein kleiner Baustein ist, der Konsum als Handlungspunkt. Und da gibt es eben zwei verschiedene Bereiche und der eine ist vielleicht nicht ganz so bekannt, das ist die öffentliche Beschaffung. Also das heißt, wenn Universitäten wie diese IT-Geräte einkaufen, wenn die Stadt das einkauft für die Büros, dann ist es eben, da haben sie eine größere Marktmacht noch als jeder Einzelne. Und wir arbeiten viel auch mit IT-Vergabestellen zusammen und kriegen mit, wie Unternehmen darauf reagieren und
bei diesen großen Mengen und langen Rahmenverträgen dann tatsächlich eben auch bestimmte Maßnahmen auch tatsächlich vor Ort in den Fabriken ändern. Und das wollen wir jetzt in Zukunft eben auch auf diese Frage von, wo kommen die Rohstoffe her, eigentlich nutzen. Genau, das war jetzt das. Das ist auch etwas, was die, wo es schon Praxisbeispiele zu gibt, kann ich gerne, wenn sich jemand dafür interessiert, noch zu berichten. Genau, das andere ist diese Frage, was kann ich tun? Und dafür, das ist, glaube ich, vielen, die hier sitzen und die auch in den anderen Workshops hier sind, eben auch bekannt und klar. Also die Frage, die wir vorhin hatten, Handys raus aus den Schubladen, eine Reparatur vor dem Kauf. Ich glaube, Repair Café sind wahrscheinlich auch hier und genau, bewusster Konsum, ich ratter das jetzt doch alles runter, die Fragestellung von, wenn öffentliche Beschaffung, wo kann ich denn da jemanden ansprechen? Also wir haben eben auch oft mit Universitäten zusammengearbeitet, also und da hilft es zum Beispiel immer, wenn die AStA auch mithilft und sagt, okay, liebe Univerwaltung, wie kauft ihr jetzt eigentlich ein? Genau, und den anderen Teil einfach informiert zu bleiben. Ich möchte dazu nochmal kurz sagen, den Werbeblock da drüben auf den Stühlen liegt zum Beispiel ein Infoblatt, wo wir verschiedene Links zusammengestellt haben, davon, wie kann ich recyceln, wie kann ich reparieren, wo gibt es Ansprechpartner, wo gibt es auch Rankings oder welche Zertifikate gibt es beim Kauf und auch andere Informationen, einmal vom AK Rohstoffe zu Konfliktrohstoffen und ein paar von uns. Genau, damit beende ich das erstmal. Danke. Okay, wir haben Zeit für ein paar Fragen. Bitte melden, der Kollege geht mit dem Funkmikrofon rum. Bitte kurz fassen, wir sammeln ein paar und geben dann nochmal zurück aufs Podium. Ja, vielen Dank, Steffen Lang, mein Name. Ich hätte zwei miteinander zusammenhängende Fragen und zwar zum einen, welche Rolle jetzt digitale Geräte im engeren oder also Informations- und Kommunikationstechnologien bei den Konfliktrohstoffen spielen, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ging es da jetzt um alle elektrischen Geräte. Und zum zweiten die Frage, wenn die Szenarien so stimmen, wie sie gerade so aufgezeichnet werden, dass es eben immer mehr werden, diese digitalen Geräte, sage ich jetzt mal, was das für eine Auswirkung auf die Konflikte weltweit haben könnte, wenn wir denn einen Blick in die Zukunft wagen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ich gebe mal hier vorne an den Herrn, wenn das Kabel reicht. Ja, auch vielen Dank für den Vortrag. Nur eine kurze Frage, gibt es Zahlen oder Statistiken über die Importmengen, zum Beispiel in die EU, von diesen Konfliktmaterialien? Hm. Alle wieder wach. Christine Schmidt, ich wüsste gerne noch, ob die Reichweite der Rohstoffe auch eine Rolle spielt in Ihren Betrachtungen. Die insgesamt vorkommen, die Endlichkeit, wenn Sie so wollen. Mhm. Okay, vielen Dank. Ich gebe erst mal zurück. Okay, dann sammeln wir noch weiter. Bitte? Ja, vielen Dank, dass ich noch darf. Jörg Lefevre ist mein Name. Wir wollen ja Botschaften auch in Richtung politischer Steuerung emittieren von dieser Tagung. Insofern ganz konkret runtergebrochen, vieles im Recycling orientiert sich ja an dem Willen, etwas zu entledigen, an diesem Abfallbegriff. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, stärker zu fokussieren auf den im Kreislauf halten Begriff auf die Circular Economy, weil derzeit ordnet sich das ja mehr immer noch dem Abfallrecht unter. Man könnte das ja auch anders denken. Okay, vielen Dank. Magst du einmal durchbeantworten? Und wenn wir noch Zeit haben, gehen wir noch mal ins Publikum. Ich probiere es. Jetzt muss ich gerade überlegen. Digitale
Geräte, wie, was für eine Bedeutung die haben im Vergleich zu anderen Geräten jetzt in Bezug auf, was weiß ich, Kfz-Dosen und so weiter. Ich habe da einfach keine Zahlen konkret. Ich weiß nicht, ob Michael die hat, ja, sonst könnte das im folgenden Vortrag gleich kommen. Was auf jeden Fall deutlich ist, ist immer, dass nur von den Materialien in den Geräten oft nur Kleinstmengen drin sind, aber dass es eben durch die Masse wiederum eine große Bedeutung hat. Das Zweite, welche Richtung das hat, ja, welche Bedeutung das letztendlich haben könnte. Ne? Also ich weiß nicht ganz, ob ich es jetzt ganz richtig beantworte. Also ich finde, das eine ist tatsächlich, dass die Schwierigkeit in diesem Bereich, genauso wie bei manchen anderen Geräten, ist ja tatsächlich diese immer mehr Produktion und eben die fehlende längere Verwendung, der fehlende Kreislauf auch letztendlich, also damit auch das stimme ich auf jeden Fall zu, dass fehlender Recycling-Kreislauf, dass da eben nicht der Fokus drauf ist, also dass man eben auf mehr Rohstoffe immer dringend statt eben auf weniger Verbrauch und auf mehr eben auch Wiederverwendung. Ich finde jetzt so rein vom Politischen her hat nach meinem Eindruck die IT-Branche so ein bisschen, ist ein bisschen ein Zugpferd tatsächlich in diesem Bereich von den Konfliktrohstoffen. Nicht allein, also die große Industrieinitiative, die es dort gibt, Responsible Business Alliance, hat sich jetzt auch erweitert, eben auch zu, dass Kfz-Unternehmen Mitglied sein können, dass, was weiß ich, Spielzeugindustrie, die eben ja auch viele Elektronenteile haben und dass die so ein Driver sind. Letztendlich sind die dann aber auch diejenigen, die dadurch so ein bisschen eine Machtstellung haben, also sicherlich auch neben Kfz und anderen Bereichen, aber diese Initiativen, sodass sich dahinter dann auch nicht so viel bewegt und dass die Politik auch immer viel nur auf diese Initiativen guckt und was die jetzt machen und was die anbieten können. Das scheint mir immer so ein Hemmschuh letztendlich zu sein, weil dadurch die Politik nicht selber handlungsfähig wird, sondern immer nur guckt, was die Industrie dort anbietet. Und deswegen finde ich, dass da der IT-Industrie tatsächlich so eine ganz markante Wirkung zukommt, finde es aber auch sehr schwierig, zum Beispiel in Gesprächen mit Ihnen, da irgendwie beyond dieser Verpflichtungen, die Sie jetzt so selber für sich sehen, zu kommen. Genau, Importmengen EU müsste ich tatsächlich mal gucken. Ich hatte jetzt gerade die Importmengen China gesehen, habe jetzt aber auch die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich nehme an, dass man daran daran kommen könnte. Ihr hattet das mal versucht, ne? Ja, okay. Es ist ein bisschen die Frage, ob das vielleicht durch die EU-Verordnung verbessert wird. Also wenn von diesen Mineralien eben alle Importeure oberhalb dieser Schwellenwerte berichten müssen. Das ist aber auch tatsächlich so ein Punkt, wo wir gerade drin sind, wo wir sagen, das muss auch veröffentlicht werden, das muss auch zentral veröffentlicht werden, wer überhaupt diese Importeure sind, damit man genau diese Daten, also welche Hebelwirkung hat das, wer ist das überhaupt und drauf gucken kann, eben veröffentlicht werden. Und das ist noch so noch nicht ganz klar, ob das tatsächlich passieren wird. Genau. Und da bin ich zu sehr Juristin und kann da, glaube ich, nicht so richtig drauf antworten. Ja. Okay. Danke. Ja, vielen Dank, Annelie Evermann von WEED.